Wir bauen den Kreisverkehr mal um. Ich habe das mal hier weggebaut. Und dann machen wir das. Was haben wir da für eine Straße? Was habe ich denn da für eine Straße gebaut? Was ist die? Nee, die war es nicht. Ah, guck mal, hier haben wir noch einen größeren. Ich will aber keinen Kreisverkehr. Ich will einfach die hier durchziehen. Wir machen mal kurz Pause. Reißen den mal. Ach, guck mal. Lol. So. Jetzt haben wir das hier fertig gemacht. So, jetzt können die Autos da gar nicht lang. Das heißt, wenn die parken müssen, müssen die hier lang. So. Diese Geschichte hier, die bauen wir ganz anders jetzt. Und zwar reiße ich den erstmal wieder ab. Jetzt wird er wieder meckern und sagen, wir haben keine Anbindung, die ist das. Wir machen Pause. Ich reise mal diesen Weg hier ab. Und wir werden jetzt einfach von dieser Straße hier eine dementsprechende Einbahnstraße bauen. Ich muss mal kurz gucken, ob ich die da hinkriege. Um das Ganze noch ein bisschen länger zu machen. Naja, wieder Bau, natürlich, aber muss immer bauen. Geht sogar vierspurig hier durch? Müsste sogar vierspurig gehen, ne? Na sicher, das. So. Meine Damen und Herren. Passen Sie mal auf hier. Geht das sogar 90? Ja, ein Stück weiter rüber. Sehr gut. It's just me. Danke für ein ganzes Jahr Support. Dankeschön. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Haben wir hier eine breitere Strecke gebaut? Ja, ne? Ich glaube, hier haben wir die, ne? So, Problem gelöst. Vielen lieben Dank. Dankeschön. So, Leute. Es sieht selten schön aus, aber ich glaube, das ist soweit okay, oder? Was meint ihr? Ich hoffe, dass sie das irgendwann nochmal ein bisschen anpassen oder dass man quasi so eine... Weiß ich nicht. So, die Anbindung ist da, ne? Jetzt warten wir mal ab, wie sich das hier entwickelt. Wir gucken mal ein bisschen. Guck mal, der ganze Verkehr ist auf einmal fast weg, ne? Die Frage wäre hier... Was ist denn hier los? Hä? Was ist denn das? Was ist denn hier jetzt passiert? Ach, das sind die Leute, die jetzt alle drehen hier, weil der Kreisverkehr weg ist. Aber es hat sich gleich aufgelöst. Ah, jetzt, guck. So, guck mal, jetzt fahren die Autos nämlich hier rein. Die haben einen längeren Weg und können jetzt hier parken. Aber ich bin echt gespannt, ob das jetzt hier irgendwie anschlägt, ne? Ich weiß es nicht. Ich halte es immer noch ein bisschen für skurril, aber... Müssen wir mal... Jetzt ist hier vorne Stau. Ja gut, hier ist Ampel, ne? Nee, ist gar keine Ampel. Doch, hier ist eine Ampel. Aber das erledigt sich gleich von selbst. Hoffe ich zumindest. Also wollen die ganzen Fahrzeuge hier raus. Oh nee, das ist auch nicht viel besser. Ach, wir belassen das erstmal so. Mann, Mann, Mann. Leute, da wärst du echt bescheuert, ne? Mittlerweile machen wir 14.000 Euro plus. Wie sieht es denn aus mit Transportwesen? Guck mal, 64.000 nur, ne? Ist nicht viel. Vielleicht sollten wir einfach mal die Preise erhöhen. Was habt ihr denn für Preise hier bei den Dingern hier? Ich ziehe den Leuten mal das Geld aus der Tasche, ne? Ich guck mal. Wir werden das mal beobachten jetzt hier. Ich baller jetzt die Preise einfach mal hoch und ich guck mal, ob wir dann unsere Kosten damit decken können. Oder ob noch weniger Leute das nutzen. Preise machen wir jetzt schön knackig, Leute.
Ticketpreiserhöhung. Das sind alles Monatspreise. Wir checken das jetzt. Wir werden es jetzt wirklich testen, ob es wirklich funktioniert. Wenn ja, ist gut. Guck mal hier, die Nutzung. Guck mal, die ist halt kaum da, ne, die Nutzung. Rote Linie. Grüne Linie. 50, oh je, ja, Leute. So, außer der Nachtexpress, der bleibt günstig. So. Guck mal, wie viel Fracht wir hin und her fahren. Mit LKWs. Aber die Nutzung, die ist halt echt gering, ne? Verstehe ich nicht. Weil die Leute müssen ja irgendwie von A nach B kommen. Gut, apropos A nach B. Zu teuer. Nein, das ist doch nicht zu teuer, Leute. Das ist doch sportgünstig. Das ist doch ein Schnabber. So, ich will nochmal kurz eine Kachel dazu kaufen. Ich da ein bisschen besser rüber kann, ne? Kaffeepause? Nee. Wir machen jetzt erstmal hier. Gibt keine Kaffeepause, Leute. Kaffeepause. Spinner. So, wir müssen jetzt erstmal hier gucken, dass wir. Das machen wir gleich. Wir ziehen jetzt erstmal hier so eine Brücke mit unserer Zuglinie. Doppelgleisig. Und hier auch doppelt. Das geht, ne? Geht das? Ist mal ein bisschen höher hier, ne? Warte mal, das müssen wir auf Höhe. Lass uns mal gucken. Ist das richtig von der Höhe her? Ja, ne? Okay, gut, das passt. Höhe 40 Meter. Da geht's runter, ne? Gucken mal, ob das passt. Das sieht aber hier kacke aus. Das geht runter, ne? Können wir, glaube ich, noch eine höher machen. Servus, Rox, Grüße, Nikolai, gute Nacht. Lass uns mal gucken hier. Kreis das nochmal weg. Oh nein, jetzt habe ich die Straße. Ach du Scheiße, jetzt habe ich die Straße weggerissen. Eins in den Chat, wenn das auch schon passiert ist. Das ist echt belastend, oder? Ja, jetzt haben wir. Passt das denn noch, die Straße? Ich glaube, die ist kaputt, ne? Ich glaube, wir müssen das auch nochmal neu bauen. Natürlich ist euch nie passiert. Nein. Ach. Wie wo? So. Natürlich nicht. Ach, Leute. Euch doch nicht. Ich hab nicht aufgepasst. Ah ja, siehst du, guck mal. Das sind die Besten hier. Ja, ja. Einfach wieder nicht aufgepasst. Man kennt es, Jörn. Man kennt es. Wieder auffällig, ne? Wieder auffällig wie immer. Das passt nicht. Warte mal, können wir nicht hier? Ist das 0,5? Wir machen mal 40 hoch. Das ist okay. Hier, ne? Der gefällt mir nicht. Den müssen wir später nochmal anpassen. Oder wir müssen es noch höher bauen. Nee, es gefällt mir nicht.
So. Das lassen wir erstmal. Sehr schön. Dann brauchen wir die hier. Eine Bahnverbindung in eine Nachbarstadt. Vielleicht kommen dann noch mehr. Das werden wir auch noch machen, ja. Also die ist ja hier schon angeschlossen. Das heißt, hier vorne kommt die Anbindung. Einmal nach links und einmal nach rechts. Ja, das heißt, hier geht sie einmal dahin und einmal dahin. Ja, das ist ja die Nachbarstadt-Anbindung. Da kommt dann gleich auch noch was rein, ne? Wir haben auch hier schon Nachbarstadt-Anbindungen, auch Abwasser und so weiter. Und Busse könnten wir, glaube ich, auch noch dahin schicken, wenn ich das richtig verstanden habe. Das könnten wir, glaube ich, auch noch machen. So, jetzt müssen wir gucken, dass wir hier so einen Bogen bekommen und dann darüber. Vielleicht müssen wir da nochmal anpassen. Das geht zu hart runter jetzt hier, ne? Warte mal, was haben wir? 40, ne? Mal locker auf 30. Dann auf 10. Geht das? Ajo. Guck mal. Na, der Schlenker hier, den müssen wir, glaube ich, nochmal ausbessern. Finde ich ein bisschen zu abenteuerlich. So. Was hat jetzt hier 20, ne? Oder wir sollten vielleicht von 30. Vielleicht von hier oben darunter. Macht er das jetzt? Falsche Seite. Sieht besser aus, ne? So. Ich glaube, diesen Knick hier müsste man auch nochmal begradigen. Da würde ich es lieber hier so rumbauen. So quasi. Weil das ist irgendwie. Oder direkt hier rüber. Warte mal, ich reiße diesen Teil mal ab hier. Das sieht irgendwie so komisch aus, finde ich. So. Lass mal gucken hier. Also geldtechnisch machen wir 43.000 plus, ne? Also es läuft jetzt nicht so verkehrt. Wie sieht es denn mal aus mit den... Oh. Warte. Transport. Ach, guck mal, wir machen plus, Leute. 1,4 Millionen machen wir mittlerweile. Also die Preiserhöhung war saftig. Aber gut. Lohnt sich. Alle Preise auf Maximum. Ich hoffe, die balancen das irgendwann nochmal, ne? Also es läuft, ne? Wir machen auf jeden Fall plus. Was habe ich gesagt? Ah. So.
So, guck mal, das sieht doch schon mal ganz gut aus, oder? Das sieht besser aus, ja. Die ist noch nicht verbunden, das ist aber nicht schlimm. So, jetzt müssen wir mal gucken. Wir haben hier noch die Güterstrecke haben wir hier noch angebunden, ne? Ah, jetzt habe ich die falsche Linie angebunden, oder? Nee, ist egal. Okay, gut, das ist nicht so schlimm. Das eine ist das Nebengleis. Aber das könnten wir nochmal kurz anpassen. Warte mal. So. Dann haben wir das nämlich auch soweit fertig. Das heißt, eine Verbindung geht jetzt hier rüber. Und die Doppelstrecke geht... Bin mir noch unsicher. Also ich mag, glaube ich, eine Doppelstrecke hier hin. Schauen wir mal, ob das soweit funktioniert. Ist nämlich auch eine Doppelbahn, ne? Wobei die in der Mitte... Ich muss mal kurz gucken, welche habe ich jetzt angeschlossen. Die ganz linke lasse ich erstmal nochmal frei. Oder die könnten wir eigentlich auch hier drunter legen. Weil wir können ja noch bis hier hinten noch später bauen, ne? Guck mal. Das würde halt auch noch gehen. Ist hier Endstation und die andere geht halt da lang. Wupp. So, oh. Es war mit Zug jetzt los hier. Lull. Geil, ne? Ne, jetzt machen wir nicht. Ach. Das sieht nicht aus. So, das ist schon mal ganz gut. Das heißt, hier haben wir, hier haben wir, hier haben wir. Hier auch. Es geht, ja. Ich will jetzt hier nicht unter die Brücke bauen. Es geht nicht, das macht keinen Sinn. Das ist die Brücke oder was? Oder was stört ihn da jetzt? Wow. Ganz wild. Kai, guten Abend, hallo. Nee, nee. Macht, glaube ich, keinen Sinn, ne? Das macht noch Sinn. Das ist, darüber geht auch. Das lassen wir mal so. Ist ja sowieso doppelgleisig. So, Leute, wir bauen jetzt erstmal eine Linie von... Ich würde sagen, von hier. Eine Zuglinie. Was für eine Weichenstellung. Ja, ja. Deswegen ja. Lassen wir das erstmal. So, wir machen eine Linie. Das ist Güterzug, das ist der Zug. Müssen wir wirklich gucken, welchen Gleis der ankommt, ne?
Von hier aus. Ist das jetzt die linke gewesen? Ja, ne? Ja. Da lang. Hui. So. In was für einer alten Abbauhalle hast du deine Stadt? Das ist nicht meine Stadt, das ist das Industriegebiet. Ich zeig dir gleich mal meine Stadt über. Ist keine Halde. Ist auch so eine Halde. So, der pendelt erstmal hier. Dann fährt er wieder zurück. Da müssen wir noch eine Weiche bauen hier vorne, ne? Warte. Oder? Ach nee, es ist schon gebaut, lol. Aber jetzt kann ich nochmal neu machen. Verdammt! Das ist ein Industriegebiet hier hinten in der Halde. Da hinten ist Downtown. So. Eine alten Halde, sag mal. Gutes Nächtle. Angenehme Nacht, alle, die schlafen gehen. Tschüss, tschüss. Bis morgen. Bis Donnerstag. Morgen übrigens kein Stream, Leute. Ich habe morgen richtig viel zu tun. Ich schaff's morgen leider nicht. Deswegen erst am Donnerstag der nächste Stream. Scheint den Nerv getroffen zu haben. Nö, warum? Hä? Was für ein Nerv? Ich habe keine Zahnschmerzen immer. So, Zug fährt, Leute. Bahnlinie RE1. Industrie. So, wie viele Züge fahren denn da immer? Linienübersicht. 2. Ticketpreise. Yep. So, gucken wir uns mal an hier. Die fahren übrigens von, warte, von da hinten los. Jawohl, RRX. Aber auf mit RRX. So, fährt der Zug los hier. Der müsste doch eigentlich hier hinten rausfahren, oder? Habe ich hier schon angebunden? Ja, ne? Rein theoretisch müsste der da hinten losfahren. Weil hier haben wir nämlich unser Zugdepot. Das müssen wir auch nochmal anders anbinden. Das machen wir irgendwann auch nochmal schicker hier. Ah, da fährt er. Ich sehe ihn schon. Warte. Da fährt er. So, wir folgen dem mal. Da ist er. Folgen Sie. Oh, geil. Guck mal hier, die Skyline da im Hintergrund. Ich finde, das sieht geil aus. Das sieht schon cool aus, der Skyline. Ja, ein ICE. Der ist Doppelstock. Das ist maximal ein RB. Ach komm. Das ist eine S-Bahn. Eine doppelstockige S-Bahn? Hä? Nö. Bing, bing, bing. Ja, gibt es. Okay. Hier ist natürlich noch alles leer gebaut. Ne? Hier ist noch nicht so viel. Der Homer City Express. Ja, ja, ist schon klar. Ah, das gefällt mir immer noch nicht hier.
Der Hogwarts-Express. Weil er dampft. Als Industrie. Das gefällt mir davon noch nicht. Das müssen wir nochmal ausbessern irgendwann. Dann machen wir hier diese kleineren Stufen und dann sollte das auf jeden Fall laufen. Hier auch. Ja. Muss ich kleinere Etappen untergehen, glaube ich. Sieht ein bisschen unschön aus. Jetzt geht es dann gleich durch den Tunnel. Jo, bis dann, Mr. Tyler. Tschüss, Manfred. Mach gut. Oder der fahrende Ritter. Ja, von mir aus. Guck mal, da ist Industrie, Leute. Der bremst hier ab. Ja, schön. Da bremst er ab. Geht's da nicht weiter, oder was? Oder weswegen? Wieso bremst der Tunnel ab? Hä? Guck mal, hier ist auch richtig viel Traffic, ne? Da wird gearbeitet, Leute. Das ist die Performance, lol. Ja, Schrittgeschwindigkeit. Ach so, ist das so? Da fahren nicht schon Leute mit? Ist ja noch nicht, ne? Da muss ich erstmal einpendeln. So, jetzt fahren wir da zurück. Guck mal, finde ich auch ein geiles Detail, dass der, dass das hintere Teil sich dann... Ah, jetzt hat er wieder diesen Bug. Jetzt hat er wieder diesen Bug hier. Wir warten mal kurz, bis er auf der anderen Seite raus ist. Und dann fahren wir wieder mit. Wir fahren dann in Downtown rein. Der andere Zug muss aber auch gleich kommen. Wir haben ja zwei Züge hier eingesetzt. Man hört ihn schon. Oh, kommt der echt so lang. Er kommt echt langsam raus hier. Ne? So, jetzt gibt es da gleich wieder Gas. Weil es wahrscheinlich bergauf geht, ne? So, Abfahrtattacke. Der andere Zug? Ich dachte, der fährt parallel. Oder ist das nicht der Fall? Wegen dem Mängel an der Gleisanlage? Hä, die ist frisch verlegt worden, Leute. Die ist ganz frisch. Die ist sowas von frisch verbaut. Weil die Eule gefällt mir dann. Andere Zug hin. Oder fahren die nicht gleichzeitig raus? Weil Signale kann man doch hier gar nicht setzen, oder? Oder fährt der andere Zug erst, wenn der vorbei ist? Guck mal da. Da geht es dann auch Richtung Stadt. Das ist Skyline. Den anderen Zug habe ich noch nie gesehen. Habt ihr den schon gesehen? Wir haben ja zwei Züge hier eingesetzt. Dauert natürlich ewig, glaube ich, bis die Linie erstmal eingependelt ist, ne? So, ist denn der andere Zug? Mal gucken. Das ist der Güterzug. Der fährt hier auch lang. Und wir könnten natürlich noch eine weitere Strecke bauen. Wir könnten natürlich jetzt noch sagen, dass wir hier die Außenwelt mit anbinden, ne? Das müsste, glaube ich, auch noch gehen. Ich glaube, das dauert richtig lange. Da muss erstmal hier alles bevölkert werden. Bis das dann auch noch genutzt wird hier. Gut. Bedeutet, wir brauchen noch eine weitere Bahnstrecke. In die Außenwelt, ne? Also sprich da hinten hin. Einmal hier und einmal in eine andere Richtung noch. So, das heißt, wir brauchen... diese Linie. Den hier. Der fährt nach Fulda. Guck mal, der fährt nach Fulda, Leute. Der fährt nach Fulda. Und von Fulda kommt er wieder zurück. Wo
Und, ah ja. Fährt hier wieder ein. Wupp. So, Linie 2. Der wird rot. Auch maximale Preis. Das Linie rot. Dann machen wir den anderen Ticketpreise. Jetzt 2 von 3. Da bin ich mal gespannt, ob sich das lohnt, ey. Das ist RE2 Fulda. So. Mal gucken, ne? Ich habe es mir auch mal gleich gekauft. Mal schauen, ob mein Mini-PC sich schlägt. Denk dran, Gunnibär, dir die Videos anzuschauen wegen Einstellungen, ne? Gernot, moin. Grüße, hi. Und auch danke für die ganzen Follows, Leute. Vielen lieben Dank. Das muss man mal gucken. Der Zug müsste auch wieder von da hinten kommen, ne? Rein theoretisch. Ah, guck mal, da kommt er schon. Das ist der Zug, der jetzt gleich darüber fährt. Und wir könnten noch einen Zug hier hinschicken. Da geht es nämlich auch noch irgendwo hin. Das können wir auch noch machen. So. Dann könnten wir ja hier den an dieses Gleis anschließen. Warte mal, das machen wir mal konkret anders. Den können wir da auch noch anschließen. Dann nehmen wir nämlich das Mittelgleis und fahren in die andere Richtung auch noch, Leute. Das heißt, wir nutzen nämlich hier dieses Gleis. Erstellen eine neue Linie. Fahren hier rüber. Und fahren dann hier hinten hin. Und zwar nach Karmak. Aha, da geht's nach Karmak, Leute. Ist das nicht Essen Karnap oder was? Ich weiß es nicht. So, dann geht's hier lang. Hier lang, hier lang, hier lang. Dann müssen wir wieder. Warte mal kurz gucken. Das müsste dann die Strecke sein. Jo. Und der kommt dann hier an, oder? Da. So. Linie 3. Sehr gut. RE3 nach Karmak. So. Der geht nach Karmak. Den machen wir mal grün. Preise, gib ihm 3 Stück. Lol. Machen wir 2. Ich glaube, 2 reichen. So, und dann werden wir jetzt bald hier ordentlich Traffic haben. Hoffe ich mal. Oh, es fängt an zu schneien, Leute. Winter is coming. Der Winter is coming. So, hier haben wir auch eine Güterstrecke, ne? Die Güterstrecke fährt aktuell nur hier hin. Man könnte doch aber auch in die andere Richtung noch weiterfahren. Guck mal, da kommt der andere Zug. Sieht schon ganz cool aus. Und jetzt kommt Snow is coming hier. Guck mal, wie viele Leute. 7000 machen wir plus. Mhm. Was haben die zu meckern? Hohe Steuern, Verkehr, okay. Und unzuverlässiges Postwesen. Ey, dann... Ach du Scheiße, was ist denn hier passiert? Es ist schon wieder hier, ne? Aber guck mal, das ist gar nicht taktisch so schlecht, weil dadurch, dass wir es länger gebaut haben, sind die denn mittlerweile auch voll? Hä, guck mal, die sind auch fast alle voll. Jetzt nicht mehr so ganz, aber da fahren auch genug Fahrzeuge rein, ne? Was haben wir hier? Ein Unfall? Oh, hier ist ein Unfall, ja. Und wir müssen dringend mal Bezirke noch einrichten. Das müssen wir halt auch nochmal machen. Wo machen wir denn den anderen Güterzug hin? Eine Idee wäre... Nee, das passt nicht.
Das würde nicht aussehen. Aber ich glaube auch nicht, dass da... Oh, was ist denn da passiert? Da ist ein Haus weg. Das passt hier nicht mehr so wirklich hin, ne? So diese kleinen Häuser. Hier sollten wir vielleicht... Ne, ist nicht gefordert. Wir setzen das mal. Und wir brauchen noch Wohngebiete, jede Menge. Was ist denn hier passiert? Ach, guck mal, hier ist jetzt auch Stau. Das ist ja schön. Fahren die Leute jetzt wieder vermehrt oder weniger Bus? Nee, guck mal, die fahren sogar noch mehr Bus. Wie viel Umsatz haben wir jetzt hier mit unserem Unternehmen? Dienstleistungen, Transport. Oh, guck mal, ist ganz schön zurückgegangen, ne? Aber warum ist das Budget runtergesetzt worden? Hä? Einkünfte sind ganz schön geschrumpft. Ist das, weil es einfach zu teuer ist? Wir hatten noch 1,1 Millionen vorhin. Oder warum ist das so? Kann es sein, dass das vielleicht noch irgendwie verbuggt ist? Oder nutzen im Winter weniger Leute? Guck mal, hier haben wir auch wieder ganz viel Stau. Aber, ach du Heiland. Aber gut, dass wir das hier so ein bisschen länger gemacht haben. Da staut sich das nicht bis auf die Kreuzung, ne? Dann staut sich das nicht bis auf die Kreuzung. Wir können ja mal den Verkehr hier mal so ein bisschen abchecken. Warten da schon Leute? Ah, so ein paar, ne? Nicht viele, aber... Ich bin mal gespannt, wie viele Leute dann irgendwann gleich kommen. Können wir mal so ein bisschen beobachten hier. Der Bahnhof. Ob da überhaupt Züge irgendwie langfahren. Und ob da überhaupt Leute mitfahren. Aber ich glaube, das braucht auch richtig lange, bis das... Ah, guck mal da. Da kommen die ganzen Züge jetzt. Boah, guck mal. Jetzt wird es aber voll hier. Die Frage ist auch, steigen da überhaupt Leute aus? Sind wir überhaupt interessant für die anderen Städte? Ne? Ah, doch schon. Guck mal. Da steigen so ein paar Leute aus. Interessant.